Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, mittlerweile drehen meine Augen nicht mehr und ich hoffe, diesen Part werden wir ein bisschen mehr schaffen. Also, wir sind letztes Mal im Schneesnummelstal stecken geblieben und haben eigentlich den letzten Stern gemacht. Aber das ist eigentlich egal, wie man das macht. Bei Super Mario ist es ja egal. Gut. Denn wollen wir mal kolossal aufs Eis fliegen und diesmal es hoffentlich mal schaffen. Nicht so meine kolossalen Fails wie letztes Mal, sondern mal richtig Gas geben und irgendwie fängt meine Nase schon an zu kribbeln und das finde ich nicht so schön. Aber ich werde es jetzt verkneifen, so gut wie es geht. Und stylisch über die Düne springen. Yay, cool. Gut, boink. Und hops und flutsch und hops und hier hoch und hier. Gut, denn da lang. Ja, ja, ja. Er redet irgendwas und nein. Nein. Das ist so pur nervig. Und jetzt die Mütze halt wieder. Ich würde sie gerne, danke. Gut. Oh, jetzt geht's langsam wieder. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, das zu sagen. So. Allihops. Und hui und boink. Mann, immer. Ich hasse den Typen. So. Ui, hops. Okay, hops und hops und hops und juhu. Ha. Meine Augen. Warum drehen sie jetzt gerade, wo ich aufnehmen will? Das verstehe ich gar nicht. Denken sich bestimmt trollalalal. Ah. So. Mal gucken, ob ich es rausschneiden kann. Geh vorbei. Ja, renn. Was soll das? David hat mich gar nicht mal richtig erwischt. Oh Gott. Ich will auch nicht mit Sage spielen. So, here we go. Ja, here we go. Hier nehmen wir mal ein bisschen das Leben mit. Wow, 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 nein. Nicht snowman, nicht snowman. So. Boink. Ja, boink, Mario. Bisschen zu weit boink gemacht. Okay. Aha. Kalt, 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 kalt. Nein, 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 böse Eisdüne. So. So. Nee, hops. Und ja, ist gut. Wir müssen so kurz abhängen, Mario. Ey, was sollte das denn? Und den bin ich auch noch runtergefallen. Mann, ich glaube, dieser Stern ist ein bisschen blöd für mich. Ah, okay, jetzt aber schaffen mal. Und Flachsen machen nicht, Mario. Das kannst du ja so gut. Gut,
Alle, hapsa. Ah! Nicht schon wieder. Nein! Auch immer an der verdammt selben Stelle hier. Ich glaube, das Spiel wird mich nicht sehen mehr. Ich brauche ihn zu lange. Die Kameraperspektive ist auch mal wieder Bombe. Und das finde ich nicht nett gerade. Wenn es was gibt in den Spielen, das mich aufregt, dann sind diese Eishelden. Haben da noch eine? Ich glaube nicht, dass da noch ein. Ey! Ey! Hier mal schön in Ruhe lassen. Ey! So. Ups. So gut. So. Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Da kommt der Pingu. Platsch, platsch, Pinguin, alle Pinguine trinken Kaffee. Ah! Das gibt's doch nicht. Das ist ja mehr Kampf als Spaß. Unpassender Moment, Daumen, um zu knacken. Scheiße, Mann, das nervt mich jetzt. Aha. Und wo ist meine Mütze? Da. Meine Mütze, die würde ich gerne haben, weil der Damage sich erhöht, wenn er sie nicht aufhat. Okay. Und hops, und hops, und hops. Nein, Mann. Und hops und flying away. Und das überlebe ich noch. Und hier. Ah. Nervig. Nervig. So. Jetzt mal ein bisschen ruhiger. Nein, Mario, rutscht doch nicht so. Mama mia. So. So. Hops und hops und hier hoch und da lang und hier rauf und ja, Mario ist gut. So, machen wir mal so. Hoffentlich klappt das. So, gut, hat geklappt. Na komm her, Pingu. Pingu, 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 Pingu. Dank. Ey!
Ich war doch fast drüben. Oh. Boink. Scheiße, man da nicht hochkommt so. Ja, meine Nachteile als Nicht-Super Mario-Spieler, als Kind, lassen sich manchmal zu merken übrig, dass ich sehr spät mit Mario angefangen habe. Ich habe ja immer Pokémon gespielt und Spyro ist ja, nicht, ist ja nur Jump'n'Run, das ist das Einzige, was Mario und Spyro gleich haben, aber ansonsten war das anders. Ja, Spyro LP kommt auf jeden Fall noch, also zumindest vom dritten Teil will ich auf jeden Fall ein Let's Play machen. Ich habe sogar schon die ersten vier Parts im Kasten. Ich habe nämlich Lust auf das Spiel gehabt und habe ich einfach aufgenommen. Mal gucken, ob wann sie kommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn das Super Mario LP zu Ende ist. Weil ich will erstmal, dass sie ein paar beendet haben, bevor ich hier weitermache. Damit das fertig ist. So. Der geht jetzt einen Schritt zurück. Und dann geht er hier langsam vorbei. Und dann rennt er ganz schnell. Und wir haben es geschafft. Ui! Okay, jetzt müssen wir da noch hoch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Nein. Ganz vorsichtig. Ja, ich riskiere jetzt keine großen Sprünge. Und wir haben diesen gottverdammten Stern endlich geschafft. Noch zwei Parts. Na, endlich. Ja. Schön. Gut. Ah. Chill with the Bully. Da müssen wir ihn runterschubsen, glaube ich. Das war irgendeine Runterschubsmission. War denn noch? Ich glaube auf so einer Eisscholle. Da habe ich ihn. Nein. Aua. Ja, 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 und besiegt er. Gut. Da kommt der nächste Stern. Na, endlich kommen wir mal ein bisschen voran hier. Da, 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 bam. Also die 100 Münzen mache ich wie sonst auch immer offscreen. Und was ist denn die nächste? In der Deep. Im eisigen Gefängnis, glaube ich, heißt das. Das ist der Stern. Da sein, oder? Hier. Komme ich da rein? Ah. Das sieht nach Reinkommen aus. Oh ja. Aber hier sieht auch noch Rausfallen aus. Ah. Okay. Komm ich hier hoch? Gut, so, geschafft. Da-da-da-dam. Di-d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 i
Das, was wir wahrscheinlich schon mal gemacht haben. So. Wo wir hier Boink machen müssen. So. Ja, ist gut. So, den mache ich aber noch. Wenn Mario mal rausspringen würde und wir nicht sterben würden. Genau, sterben wir erstmal, dann machen wir das im nächsten Part. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Super Mario 64. Bis dann und ciao.